um auf die Metaebene nochmal zu gehen, wir haben ja hier zwei, das Griechische und das Lateinische. Wir haben ja viele, viele Sprachen und die haben alle ihren Sinn. Das sind wie verschiedene Betriebssysteme, die mehr oder weniger komplexe Möglichkeiten ermöglichen. Wir schauen uns einmal das Wort Meta an. Ich tue meinen Bildschirm nochmal schnell übertragen. Wir schauen uns einmal zuerst das Wort Meta an. Da kann man zuerst einmal lesen. Mhe, wir hebraisieren das einmal. Das heißt zuerst einmal etwas. Eigentlich ist das normale Wort für was, manchmal auch wie, wie, womit. In der Regel wird es mit was übersetzt. Da haben wir schlichtweg eine gestaltgewordene Wahrnehmung. Ich kann sagen, was ist diese gestaltgewordene Wahrnehmung? Und dann haben wir unser Da, das setzen wir ganz einfach mal so, ein Wachraum. Ein doppelt aufgespannte Acht ist die Geburt im Meer. Ein Wachzimmer. Dann eine Loge. Die Loge ist ja immer in ein Kloster zum Beispiel. Zum einen ziehen sich welche in ihre Logen zurück oder dann die, die meinen, die sind was Besonderes. Ja, genau. Du ziehst dich, deine Loge, wenn wir das spiegeln, ist Ad, dieser Wachraum, die Logik. Du ziehst dich in deine Logik zurück. Und das Ad ist eben schlichtweg und einfach das weibliche Du. Das weibliche Du ist, wenn du an dich denkst. Immer Ja. daran denken, ein Gegenüber nennt man zuerst einmal du. Dein erstes Gegenüber, das du ich nennst, ist eigentlich das erste Du. Genau. Weil ich Geist denke an mich, dann habe ich ein Gegenüber. Genau genommen ein um mich herum. Und jetzt pass auf, jetzt machen wir mal das Meta. Da muss ich kurz dazu sagen, ganz einfach, wenn wir jetzt hier, wir haben einen griechischen und wir haben lateinische Namen. Im Lateinischen beginnen wir ja mit La. Da wissen wir, das heißt explodieren. Ja. Das ist, heißt nein, nichts. Und ich sage immer, du denkst einfach, wir lassen was explodieren in unendlich viele Teile. Ja. Dieses La wird eine raumzeitliche Lichtschöpfung. Rot lasse ich jetzt immer weg. Der Lichtschöpfer rot explodiert und dann wird er zu einer raumzeitlichen Lichtschöpfung. Und das ist praktisch La. Das sind jetzt die Spiegelungen. Okay, das geht, neu sein, die auftauchenden Spiegelungen gespiegelt und das ist letztendlich dein Ischen, das ist das Lateinischen, du bist eingeschlafen, dann fängst du an zu alternieren. Dieses Al-T-Sein, alternieren, Ischen, das ist das La-T-Ischen, Lateinische. Ja. Dieses Lat-Ain ist ein Augenblick im Ischen. Im Griechischen wird es ganz interessant. Da haben wir jetzt erst einmal GR blau gelesen, als erst einmal fremd. Dann kommt ich. Da ist ein fremdes Ich. Ja. Das ist das Ich, das du Ich nennst. Ja. Und das fängt an zu ischen. Das ist dein blaues Ich. Ja. Gut, und jetzt schauen wir uns einmal das Wort, nur das Wort Meta an. Das gibt, haben wir natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich schreibe es mal im klassischen Sinn. Meta griechisch, wir können natürlich da jetzt T noch mit reinsetzen. Diese neun, Ja. ich spreche jetzt Hebräisch, unser T mit dem Taf austauschen. Dieses Meta, schauen wir uns mal an, was das bedeutet auf Griechisch. Das heißt Mitte, mitten. Eigentlich in der Mitte. Die Mitte ist unter dir, wenn du über dir die Gedankenwellen hast. Ja. Jetzt ist mitten unter, ist ganz interessant, unter ihnen, mit ihnen zusammen. Das, was unter dir ist, das, was immer ist immer mit den Wellen zusammen. Ja. Kann man so lesen, oder? Ja. Und mit ihnen, sodass sie aber nicht getrennt zu denken, sondern mitten unter ihnen sind. Lass das einmal auf dich wirken. Alles, was du dir ausdenkst, als Brösel bist du mitten. Du bist die Mitte und du bist unter ihnen, obwohl du dich nicht getrennt von ihnen denken kannst, weil du eben mitten unter ihnen, du bist die Mitte unter ihnen. Denk wieder auf unser Zifferblatt und die Peripherie ringsherum. Ja. Schau her. H, die Quintessenz, ist in der den geöffneten oder den geschlossenen Reihen. Ja. Die Quintessenz, jetzt können wir hier 3N. Ja. Das Dalet wieder, Delta, vier Spiegelexistenzen. Ja, Und die genau. Quintessenz ist in der diesen vier, innen praktisch, lateinisch den vier Spiegelexistenzen. In dabei.
Du bist dabei. Ist mir klar, dass du dabei bist. Ich hoffe, der, der uns ausdenkt, ist auch dabei. Okay, von einem Orte im Mitten. Klingt jetzt sehr wild, musst du aber wissen, 1849, anderes Deutsch. Ja. Das fängt jetzt an, ZWischen. Das heißt, der Befehl zu schlafen. Ja. Dann kommt, generiere Ruhe. Ja. DR. Bei Verb ist in der Bewegung. Drum kommt zwangsläufig mit DR, mit der Generation, mit der Eröffnung von Berechnungen, hast du diese Illusion einer raumzeitlichen Bewegung, die sich aber immer nur in dir selbst, inmitten von dir selbst abspielt. Ja. Jetzt lege dich mitten unter die Gefährten hin. Deine Gefährten sind Gedankenwellen. Ja. Und die Mitte ist drunter in unserem Einheitskreis. Ja, immer dran denken, das ist was über mir oder unter mir. Es ist in dir drin und du denkst dir das bloß über dir und unter dir. Und sobald du dir was über dir denkst, vergisst du das unter dir und umgekehrt. Genau. Das kann man jetzt durchspielen, das macht jetzt schon Sinn. Und jetzt schauen wir uns dasselbe Meda mal an im Lateinischen. Und jetzt ist interessant, dass es das erste Mal eine kegelförmige und pyramidenförmige Figur. Da haben wir jetzt schon die Welle KGL, wenn wir es hebraisieren. Wichtig, der Schlüssel ist das Hebräisch-Deutsch. Ja. Das Auslegen und das Deutschen brauchst du die, für Deutschen brauchst du die Vatersprache, die Deus, die Alemann, die Allersprache. Ja. Auf die Pyramide will ich jetzt nicht so auch eingehen, das heißt, das da mir Pyramis ist das Feuer. Ja. Okay. Den Heuschober will ich auch nicht eingehen. Wichtig ist, sobald wir Wellen haben, wie Wellen, dann fängt an, was zu laufen. Die R ist immer generierte Läufer. Da hat man ja das Thema, da steckt das Wort Ufer schon drin. Ich stehe mit einem Bein im Meer und mit einem Bein auf dem Land. Immer unsere AND, Land, Rand, Sand, das Weltliche. Und das fängt am Ufer, fängt diese Wasser und Land, das Feste und das Trockene fängt an zu schwingen. Das ist jetzt eigentlich eine grobe Metapher von unseren Gedankenwellen. Ja. Da habe ich jetzt das, was ich heute gerade angesprochen habe. Stumpfer Kegel zulaufende untere Teil des oberen Milchsteins. Immer wieder eine Metapher, wenn wir was malen. M-A-L. Von Gott ist Le-N. Mhm. Malen. Sieht es so aus, ich meine jetzt zeichnen. Ja. Wenn wir was malen, müssen wir was zermalen. Das sind unsere Divisionen. Mhm. Und wenn wir einen Kegel auf den Kopf stellen, ist die Spitze unten und oben fängt es an zu kreisen, so wie man sich jetzt hier unser Himmelszelt vorstellt im klassischen Sinn. Ja. Diese schönen Aufnahmen, wenn die Sterne um dich herum kreisen. Ja. Ja. Immer dran denken, das Wort Stern kommt von dem Wort starr und das heißt eigentlich unbeweglich. Astra, Astruo, nicht nach außen gestreut. Ja. Das ist jetzt die Vordersprache. Aber ganz, ganz wichtig ist es hier im Römischen, ist es die Spitzsäule am oberen und am unteren Ende des römischen Zirkus. Mhm. Immer dran denken, unser Zirr. Der ist ja einiges, wenn wir das machen, das ist ein Abgeordneter, dann ist es die Achse, dann ist es die Angel, immer bei der Angel denken, da steckt auch der Angel schon mit drin, der Engel mit drin. Die Achse, das ist dann ein Bode, der anfängt sich zu drehen. Das Ganze heißt dann auch Geburtswehen. Da haben wir Geber. Geber, Gebur, ist ja die männliche Potenz. Ja. Und die männliche Potenz, wenn die was erzeugt, ist immer doppelt aufgespannte Eheexistenz. Ist ein Adam. Der Adam ist ja der. Du begibst dich, jetzt habe ich das, was ich gesagt, mit Malen von Gott erweckt. Aber was von Gott erweckt wird, ist letztendlich Achse und Scharnier. Darum heißt es auch in anderen Wörterbüchern hier der Dreh- und Angelpunkt. Genau. Ja. Der Angelpunkt ist der Mittelpunkt, den haben wir gerade gesagt. Ja. Und dieses DRE, das Drehen, DR, die Öffnung von Berechnungen, sind dann Wahrnehmungen. Ja. Genau. Jetzt kommen wir dann nochmal zurück in den Zirkel. Der Zirkus. Mhm. Wenn wir das Wort Zirkus anschauen, das ist eigentlich ein Darstellungsblatt. Schauen wir mal, was da der DWDS macht. Lass dich einmal überraschen. Ach, da haben wir das Lateinische aus dem Lateinischen. Das habe ich hier nicht drin, da müsste ich jetzt gleich ins Lateinische reingehen.
Das will ich jetzt nicht wegmachen. Also denk einfach, das ist normalerweise ein Sandplatz, eine gewisse Sandfläche, wo was eine Aufführung stattfindet. Und wenn die jetzt Wettkämpfe gemacht haben, wurde am oberen und am unteren Ende dieses Zirkuses ein Kreis, da steckt der Zirkel mit drin, denk, unser Zirkel ist ja nicht der Mittelpunkt, sondern der Radius wird ein oberes und ein unteres Ende, wird eine Spitzsäule aufgestellt, um die Wettfahrenden, das heißt meinetwegen die Wettkämpfer, beziehungsweise dann, wenn sie mit Wagenrennen machen, fahren die um das obere und das untere Ende herum. Und jetzt haben wir schon wieder unsere Gedankenwelt. Drum ist das ein Kegel, die Spitzsäule auch, wie eine Welle. Okay? Und dann nennt man das auch den Ort, wo man umlenkt. Das ist immer die Spitze, geht es wieder zurück, aber dann schießt man über die Mitte wieder hinaus und geht nach unten und dann schießt man wieder zurück. Ja. Darum nennen wir das auch das Ziel, das Ende oder die Grenze, wo umgedreht wird. Ja. Und beim Einheitskreis haben wir deswegen ja vier Phasen. Mhm. Und diese vier sind letztendlich die vier Seiten von unserem D-Dreieck. Mhm. Sprich von dem Tetraeder. Ja. Mit Holofilling verschmilzt die Mystik, die Mythologie, der Bibel, der Geschichtsbücher, der Märchenbücher, alles. Mit den Physikbüchern, mit den Chemiebüchern. Es ist im Hintergrund ein allereinziger Schlüssel, das ist die Vordersprache. Das ist das große Geheimnis. Darum habe ich gerade angesprochen, du brauchst diese Grundmetaphern und dann wirst du feststellen, dass du jede Formel sofort lesen kannst, obwohl dir kein Lehrer oder irgendwas beibringt, wenn mir jetzt irgendeine, ob das die Formel, das Ohmsche Gesetz ist, ja, ob das H2O oder irgendeine chemische Formel ist, Ferro, Eisen, 26, der Aufbau mit den Quantenzahlen, alles macht plötzlich einen einheitlichen Sinn, weil Holofilling allumfassend ist. Das ist die neue Logik, eine allumfassende Logik.